Nach diesen Vorbereitungen sehen und hören wir jetzt eine Folge von Kurzschlüssen. Setzen, sondern sie tüfteln in ihren Gruppen. Die Telemetrie-Experten aus Ilmenau werden sich...
Hör ich ja sowieso nicht. Ich meine, wenn da Licht ist, ach ja. Angeschlossen ist. Ne? So ist dieses Mikrofon ausgeführt. So nehme ich das nochmal zurück. Hier, dann muss ich den Redner finden. Das ist also die Kapsel ist hier die M94, nennt sich die. Die haben wir also jahrelang hier betrieben und wird eigentlich funktioniert immer noch.
Dummerweise sind hier irgendwelche Höhen- und Tiefensteller, die mag ich eigentlich nicht, weil das irgendwo eine Natürlichkeit verzerrt und ich weiß also nicht, vermutlich ist es jetzt mal, sind die Höhen, wo sind die Höhen? Die Höhen, diese Höhen sind oben. Mal ein bisschen sehr eingestellt, sehr hoch. Ja, und hier unten die Tiefen. Das geht los hier, ne? Auch das geht dann irgendwann los. Irgendwie klingt das dann schon ein bisschen angenehmer, glaube ich, wenn man die Höhen hier ein bisschen bedämpft. Liebe Abiturienten, Sie haben soeben einen Einblick in die Elektrotechnik und Informationstechnik erhalten, so wie sie an unserer Fakultät in Forschung und Lehre vertreten wird. Sie werden selbst wissen, dass unser gesamtes Leben vielfältig in den letzten Jahren durch Entwicklungen der Elektrotechnik und Informationstechnik geprägt worden ist, dass aber auch die Zukunft durch diese Technik entscheidend mitbestimmt wird. Ich denke zum Beispiel an die Kommunikationstechnik, an Mikroelektronik, an umweltverträgliche Energien. Alles das sind Gebiete, die von uns in Forschung und Lehre vertreten werden. Deshalb erscheint mir der Beruf eines Diplom-Ingenieurs für Elektrotechnik als außerordentlich interessant und ist zugleich ein Beruf, der gute Zukunftsperspektiven hat. An unserer Fakultät finden Sie eine gute Verknüpfung von Forschungsmöglichkeiten, die von der Grundlagenforschung bis zur Industrie reicht, in Verbindung mit einer fundierten Lehre. Am besten, Sie schauen einfach mal bei uns vorbei. Informieren Sie sich über die Lehre und die Forschung an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Ilmenau, hier im grünen Herzen Deutschlands. In Ilmenau werden Sie ideale Studienbedingungen vorfinden.